Die Stadt Wien hat Kundinnen und Kunden der Fernwärme einen Rabatt angekündigt. Finanziert werde der Rabatt mit dem Jahresüberschuss der Wien Energie. Für ÖVP und FPÖ ist das nur ein Ablenkungsmanöver und ein Bluff. Die Grünen fordern mehr. Krone TV hat sich mit Finanzombudsmann Gerald Smuek unterhalten. Warum erhöht die Wien Energie trotz sinkender Großhandelpreise die Tarife? Das ist eine sehr interessante Frage. Die Analysen zeigen, dass es einerseits möglicherweise mit den im letzten Jahr getätigten Geschäften zusammenhängt, die an der Börse gemacht worden sind, sprich insbesondere, weil eben mehr Strom verkauft wurde als gekauft wurde. Andererseits natürlich auch, um, so wie jedes Unternehmen, Gewinne zu machen. Also unsere Analysen setzen sich momentan mit zwei Punkten auseinander, nämlich einerseits, was sind die Ursachen, warum Stromanbieter die Preise erhöhen? Und das andere ist, erhöhen Sie die Preise um mehr als die eigenen Mehrkosten? Das sind auch Fragen, die schlussendlich im Gesetz gedeckt werden müssen. Und was die Wien Energie betrifft, hat ein Gutachten, das wir zuletzt in Auftrag gegeben haben, den Zusammenhang hergestellt zwischen dem Trading-System, das die Wien Energie hier anwendet, und den Strompreisen. Das heißt, man hat untersucht, was wäre gewesen, wenn die Wien Energie die Preise für die Endkunden abgesichert hätte an der Börse, sprich Strom auf Termin gekauft hätte und nicht verkauft hätte. Und es wurde hier festgestellt, ein Zusammenhang, dass hier möglicherweise deswegen die Wien Energie schneller und stärker die Preise angehoben hat als wie Mitbewerber. Wien Energie hat einen Rabatt angekündigt, jedoch nur für Fernwärmekunden. Warum? Ja. Wir haben uns es zur Regel gemacht, politische Ankündigungen nicht zu kommentieren. Ich gehe aber davon aus, dass der Wiener Bürgermeister das am Freitag in der Befragung entsprechend erklären wird und das dann auch nochmal bekräftigen wird. E-Control sagt schon, dass man sich umschauen soll und Vergleiche einholen soll als die Bürger und die Bürgerinnen. Es ist auf jeden Fall gut, aktuell die Preise zu vergleichen. Wie man sieht, ist insbesondere bei der Wien Energie der Preis irgendwo, was den Strom betrifft, zwischen 40 und 60 Cent. Der billigste Anbieter ist bei 14 Cent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich was, was sich jeder Kunde genauer anschauen muss. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist für den Kunden zu schauen, hat der Stromanbieter die richtige Strategie, sollten die Preise jetzt noch einmal steigen, dass er dann auch abgesichert ist. Das heißt, es ist sehr wohl möglich für den Anbieter, an der Börse die Geschäfte in einer Art und Weise abzuschließen, dass wenn die Preise noch einmal steigen, dann das auf dem jetzigen Niveau ja trotzdem abgesichert ist. Der Schutzschirm, der letzte Woche hier beschlossen wurde, ist in Summe bei 3,7 Milliarden Euro. Das, was für uns sehr problematisch ist, dass das zur Gänze über Kredite finanziert wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Geschäfte, die während der Laufzeit ein unendlich großes Risiko haben, also ein unlimitiertes, und auf der anderen Seite, wenn die Preise wieder steigen, dass über Kredite finanziert wird. Das ist in der Regel kein sonderlich sinnvolles betriebswirtschaftliches Modell. Und nein, natürlich ist er nicht ausreichend, weil es rein theoretisch auch sein kann, dass mehr als die 3,7 Milliarden Euro benötigt werden. Und dann müsste zusätzliche Mittel wiederum vom Staat oder von wo auch immer in Anspruch genommen werden. Zeiten der Teuerungen. Was würden Sie denn den Kundinnen und Kunden bei Wien Energie raten? Das Erste ist natürlich ganz genau noch einmal zu analysieren, was alle Stromanbieter betrifft. Ist hier mehr an Preisen angehoben worden wie die eigentlichen Mehrkosten? Hier erwarte ich mir in den nächsten paar Tagen doch noch einiges an Aufklärung, insbesondere wenn die Wien Energie einen Gewinn von 100 Millionen Euro für das Jahr 2022 budgetiert hat und bereits im dritten Quartal einen Gewinn von 220 Millionen Euro ausgewiesen hat, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Preise eventuell mehr erhöht worden sind, als die eigenen Mehrkosten waren, weil sonst würde es keine Gewinnüberschreitung geben. Und der zweite Punkt ist, wie gesagt, noch einmal zu schauen, was sind die tatsächlichen Ursachen gewesen für die Preiserhöhungen und wurde darüber ordnungsgemäß im Vorfeld aufgeklärt. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass das nicht der Fall war, entweder versuchen im Gespräch mit der Wien Energie eine Lösung zu finden oder sich anwaltliche Hilfe zu nehmen. Laut E-Control gibt es am Markt bereits deutlich günstigere Angebote als die neuen Tarife der Wien Energie und der Stadtwerke Klagenfurt.
Man empfehle den Betroffenen daher, sich umzusehen, beispielsweise im Tarifkalkulator.